Herzlich willkommen in unserer St. Johanneskirche. Egal, wo ihr seid, egal, wo Sie sind, wir sind miteinander verbunden, weil wir gemeinsam unseren Gott feiern. Heute, am zweiten Sonntag nach Ostern, feiern wir Gottesdienst. Und trotz der Corona-Krise lassen wir uns unsere Osterfreude nicht nehmen. Denn diese Auferstehungskraft, die uns Ostern zugesagt worden ist, die gilt nicht nur an Ostern, sondern auch in allen folgenden Tagen. Heute hat der Gottesdienst ein besonderes Thema. Es geht um den guten Hirten. Gott als der gute Hirte, Jesus als der gute Hirte. Können wir uns darauf einlassen? Können wir uns diesem Hirten anvertrauen, auch in diesen Zeiten? Wollen wir das überhaupt? Unser Christsein als Schäfchenweide verstehen? Im Wochenspruch heißt es, Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. All dem wollen wir heute nachspüren, dem wollen wir nachgehen. Beim Singen, beim Beten, beim Hören auf Gottes Wort. Und so wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst. Wir singen das erste gemeinsame Lied. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir wollen Worte und Gedanken zu Psalm 23 hören. Der Herr ist mein Hirte. Jemand sorgt für mich, ich bin nicht allein. Da steht jemand hinter mir und will, dass ich in Frieden lebe. Er passt auf mich auf, nicht wie ein Polizist, nicht wie ein Sittenwächter, sondern wie ein Freund behält er mich im Blick und ich denke, mir wird nichts mangeln.
mir wird nichts fehlen. Kann das stimmen? Irgendwas fehlt mir doch immer. Gerade jetzt muss ich auf so vieles verzichten. Selbst der Kontakt zu meinen Liebsten wird mir erschwert. Und die Sorge und die Unsicherheit, was noch alles aus dieser Corona-Zeit werden soll, lassen mich nicht los. Und doch will ich darauf vertrauen, dass Gott mich versorgt, dass er mich tröstet und leitet auf meinen guten Wegen und auch durch meine finsteren Täler. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Frisches grünes Gras. Für ein Schaf heißt das, genüsslich essen und satt werden. Ich bin kein Schaf, aber die grüne Weide mag ich auch und das Gefühl, satt und zufrieden zu sein. Für mich heißt das, ich werde umsorgt, an Leib, Seele und Geist. Mein Hunger wird gestillt und mein Durst. Er führt mich zum frischen Wasser. Wie das sprudelt und glitzert, das schmeckt. Frisches, klares Wasser bricht als Quelle aus dem Felsen hervor. Wasser heißt Leben. Die Erde erblüht und auch ich blühe auf. Das, was in mir erstorben ist, wird wieder lebendig. Auferstehungskraft. Ich brauche sie heute mehr denn je. Ich vertraue darauf. Er erquicket meine Seele und ich fürchte kein Unglück. Lasst uns beten. Guter Gott, du leitest uns und dein Auge wacht über uns. Niemanden verlierst du aus dem Blick. Du trägst uns, wenn wir nicht mehr können und müde sind. Du führst uns, wenn sich Abgründe vor uns auftun. In unserem Leben, im Zusammensein mit unseren Mitmenschen, in dieser Corona-Zeit. Lass uns deine Stimme hören und schenke uns nun ein gutes Miteinander, mit dir und mit allen, mit denen wir in dieser Zeit verbunden sind, auch über weite Strecken hinweg. Schenke uns neuen Mut und stärke unser Vertrauen. Gott, du weißt, was das für uns bedeutet und wo wir dich brauchen. Amen. Ich lese Johannes 10, die Verse 11 bis 16. Wir hören von Jesus als den guten Hirten. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist bereit, für die Schafe zu sterben. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und die Schafe gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er die Schafe im Stich und läuft weg. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld, und die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und sie kennen mich. Genauso kennt mich der Vater, und ich kenne ihn. Ich bin bereit, für die Schafe zu sterben. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen. Und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Halleluja! Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Halleluja! Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Thank you.
Ihr Lieben, stellt euch vor, ihr seid Leiter oder Leiterin eines kleinen Unternehmens. Eure Firma ist weit über die Stadtgrenzen bekannt für exzellente Schafzucht. Ihr habt euch einen wirklich guten Namen gemacht. Die Leute sprechen über euch und wenn es ein Bio-Siegel für eure Zunft gäbe, ihr hättet es schon lange. Euer Betriebsgeheimnis? Nun, ihr habt ein außergewöhnlich gutes Verhältnis zu euren Schafen. Denn in eurer Firma ist ein Schaf nicht bloßes Zuchtvieh, sondern man spürt es euch wirklich ab, wie viel Herz ihr für jedes einzelne eurer Tiere habt. Und so wart ihr erfolgreich, viele Jahre lang. Nun ist es Zeit für den Abschied gekommen. Ihr geht endlich in den Ruhestand. Und ihr steht vor der Frage, wer wird eigentlich mein Nachfolger? Wer kann das Unternehmen mit genauso viel Herzblut leiten wie ihr selbst? Wer teilt die eigene Firmenphilosophie? Auf wen ist Verlass? Und wer bringt auch das nötige Know-how mit? Ihr merkt, das sind alles keine leichten Fragen, denn für euch hängt eine Menge daran. Jesus steht kurz nach Ostern vor ganz ähnlichen Fragen. Wem vertraut er eigentlich seine Sache an? Wer sorgt dafür, dass die Jünger zusammengehalten werden? Und wer kann die nächsten Schritte dieser jungen Glaubensgemeinschaft leiten? Ist das jemand von seinen Jüngern? Die, die ihn verlassen haben? Die, die permanent an ihm zweifeln? Die, die zu Lebzeiten so oft gestritten haben? Wir hören von einem kleinen, nachösterlichen Einstellungsgespräch, das der auferstandene Jesus bei einem Frühstück führt. An einem kleinen Kohlefeuer am See Genezareth. Nach dem Essen fragte Jesus Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe, antwortete Petrus noch einmal. Erneut sagte Jesus: Dann hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragt Jesus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Und deshalb antwortete er: Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Darauf sagte Jesus: Dann hüte meine Schafe. Ich sage dir die Wahrheit. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken. Ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihn auf: Folge mir nach. Petrus soll von nun an für die Schafe Jesu Verantwortung übernehmen und sie leiten. Diese ganze Geschichte, wie Jesus mit Petrus umgeht, die lässt mich nicht los. Vielleicht, weil ich in ihr entdecke, wie Jesus als guter Hirte auch nach seinem Tod mit seinen Leuten umgeht. Wie er sie wieder aufrichtet und mit ihnen weitergeht. Und ihnen letztendlich auch Verantwortung überträgt. Zuerst finde ich es bemerkenswert, wen Jesus hier eigentlich auswählt, seine Jünger zu leiten. Es ist Petrus. Ausgerechnet der Jünger, der kurz vor Jesu Tod am Kohlefeuer im Hof des Hohepriesters dreimal geleugnet hat, ihn überhaupt zu kennen. Dann krähte der Hahn. Und Petrus merkte, dass er eingeknickt ist wie ein dürrer Ast. Ausgerechnet er, ein Jünger der ersten Stunde, einer von denen, deren Leben sich so sehr durch Jesus verändert hatte. Wie groß war nicht seine Begeisterung gewesen?
Und dann, als es brenzlig wurde, da steht er nicht zu ihm. Noch ein paar Tage zuvor hat er großmütig angekündigt: Jesus, mit dir gehe ich überall hin. Ich will sogar mein Leben für dich lassen. Petrus ist daran gescheitert, an seinem Versprechen. Und trotz des großen Wunders, dass Jesus vom Tod auferstanden ist, steht dieses Scheitern zwischen Jesus und Petrus noch im Raum, in dem Moment, als sie da zusammen am Kohlefeuer sitzen. Petrus wird sich fragen: Wie sieht es aus zwischen mir und Jesus? Gibt es noch ein Leben mit mir und mit ihm, obwohl ich an meinem Versprechen gescheitert bin? Auch an meinen Idealen und letztlich auch an mir selbst? Jesu Antwort muss für Petrus überraschend kommen. Sie lautet: Ja. Jesus setzt auf seinen gescheiterten Jünger. Wieder sitzt Petrus an einem Kohlefeuer, diesmal mit Jesus, und der macht ihm keine Vorwürfe. Es sind keine Anklagen, mit denen er Petrus konfrontiert, sondern seelsorgerliche Fragen. So wie Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, so fragt er dreimal nach: Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus hat dreimal die Chance, seine Liebe zu Jesus auszusprechen. Jesus hält an Petrus fest, trotz oder vielleicht sogar wegen seines Scheiterns. Jesus braucht keinen perfekten Nachfolger, der immer alles richtig macht. Er braucht jemanden, der ihn liebt, der ihm vertraut, auch dann, wenn er in diesem Vertrauen schon einmal gescheitert ist. Das ist auch für mich von zentraler Bedeutung. Auch als jemand, der heute glaubt und Jesus nachfolgen möchte, heißt das: Jesus hält an mir fest, auch wenn ich im Leben scheitere. Dieser Gedanke, er macht mir gerade auch in dieser Zeit Mut. Und ich versuche, mich daran festzuhalten, auch wenn mir das nicht immer gelingt. Jesus als guter Hirte, er ist an meiner Seite. Was heißt das aber für mich, wenn mich diese Corona-Zeiten an meine Grenzen bringen? An meine Grenzen zu Hause, an die Grenzen meiner beruflichen Existenz, an die Grenzen meiner Kraft, wenn ich vielleicht wirklich in Quarantäne bin oder wenn das Virus mich tatsächlich krank gemacht hat. Ist mein Glaube auch jetzt der Rückhalt, aus dem ich meine Kraft ziehe, selbst wenn ich mich so oft zweifelnd erlebe? Wenn ich mich frage: Gott, wie kannst du all das zulassen? Oder wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin und mir eingestehe: Als es mir noch gut ging, da habe ich mich lieber auf mich selbst, auf meinen Wohlstand, auf meine Gesundheit verlassen. Aber auf Gott? Nee. Petrus am Kohlenfeuer zeigt mir, mit Jesus geht es weiter. Auf Jesus als den guten Hirten zu vertrauen, heißt für mich, meine Wege zuversichtlich weiterzugehen. Dann, wenn die Auen grün sind, also wenn es mir gut geht, wenn sich die frischen und grünen Wiesen erleben lassen, wenn das Leben sich in der ganzen Fülle zeigt. Aber eben auch dann, wenn die finsteren Täler zu durchqueren sind. Jesu mitgehen, sein Blick nach vorne, haben nichts mit Schönfärberei zu tun. Jesus setzt auf Petrus. Ihn mit all seinen Stärken und Schwächen macht er zum Hirten seiner Schafe. Das, was in der Vergangenheit gewesen ist, das steht nicht mehr zwischen ihnen. Da wird Vergebung spürbar. Vor ihnen liegt eine neue Zeit, in der Jesus nicht mehr als Mensch bei ihnen ist. Jesus, er bleibt nicht dabei stehen, dass das damals eine gute Zeit hier auf Erden war, eine heilvolle Zeit. Es geht weiter mit ihm. Jesus selbst, er blickt nach vorne. Und wenn er Petrus auf seinen kommenden Weg und auch auf seinen späteren Tod anspricht, dann macht er auch sehr deutlich: Selbst der Weg mit mir, das wird kein leichter sein. Und das wird für Petrus bedeuten, dass er Widerspruch aushalten muss. Er wird Anfeindungen erleben. Verfolgung wird er im schlimmsten Ausmaße erleben. Aber als Hirte gibt es dann für Petrus kein Weglaufen mehr. Nachfolge,
das ist nicht leicht. So sehr wir von Jesus auch angenommen sind mit unserem Scheitern, so sehr sind wir auch immer wieder gefordert, schwere Dinge in unserem Leben und in unserem Glauben zu tragen. Und doch, Ostern zeigt uns, es geht weiter. Auch das finsterste Tal kann durchschritten werden. Diese Erfahrung macht Petrus an Ostern. Vielleicht hatte er schon mit Jesus abgeschlossen. Doch jetzt erhält er seinen neuen Auftrag und auch sein Blick soll nach vorne gehen. Ich denke, gerade deshalb sagt Jesus zu Petrus am Ende seines Einstellungsgespräches nochmal, worauf es ankommt. Er sagt, Petrus, folge mir nach. Auch wenn es schwere Zeiten für ihn und die Christen geben wird. Jesus sagt, bleib dran an mir. Ich bin nach wie vor dein guter Hirte und ich bleibe es, orientiere dich an mir. Nicht als dummes Herdentier ohne eigenen Willen und ohne eigene Gedanken, so nicht, sondern als der Mensch, der du bist, mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Als der, der aber auch Kraft aus dieser Schafsherde ziehen kann, aus der Gemeinschaft mit anderen Christen, aus dem gemeinsamen Unterwegssein. Viele Menschen, die ich zuletzt getroffen habe, haben mir gesagt, wie wichtig ihnen diese Gemeinschaft ist. Und das spüren sie erst jetzt, in dem Moment, wo sie nicht mehr so oft haben. Da erleben sie, dass die Leute sie anrufen, dass sie trotzdem ja, irgendwie Kontakt zu ihnen haben, auch wenn das so schwer zurzeit ist. Da spüren sie die Kraft von christlicher Gemeinschaft. Ja, wir haben im Moment eine Menge zu tragen. Die einen mehr und die anderen weniger. In der Nachfolge des guten Hirten zu stehen heißt, den an seiner Seite zu wissen, der gesagt hat, ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich stehe zu ihnen und ich mache mich nicht aus dem Staub, selbst wenn es brenzlig wird. Lassen wir uns also nicht entmutigen. Auch wenn wir zurzeit vielleicht oft das Gefühl haben, dass uns dieses Virus umherirren lässt, wie eine kopflose Herde ohne Hirten. Auch dann, wenn es uns schwerfällt, seine Stimme in dieser Zeit zu hören. Und das Virus daherkommt wie ein Wolf im Schafspelz, den wir nicht auf Anhieb erkennen. Jesus begleitet uns als guter Hirte. Selbst wenn wir uns verlaufen und selbst wenn wir uns verrennen. Ja, und wenn wir fallen, dann nimmt er uns sogar auf seine Schultern und trägt uns dadurch. Hirtenvertrauen, Glaubenskraft und einen Mut, nicht aufzugeben, euch nicht aufzugeben und Gott nicht aufzugeben. Das wünsche ich euch im Namen unseres guten Hirten. Amen.
Lasst uns beten. Guter Gott, wie ein Hirte für seine Schafe sorgst du für uns Menschen. Du suchst, die sich verlaufen, und trägst, die sich verletzen. Wir bitten dich auch für uns. Lass uns zu Hirten werden, für Mitmenschen, die unsere Hilfe brauchen. Lass uns zu Hirten werden für alle, die ausgegrenzt sind, weil sie nichts haben, weil sie unsere Sprache nicht sprechen oder weil sie die Erwartungen der anderen oder ihre eigenen Ansprüche nicht erfüllen. Hilf uns, ihnen zu zeigen, dass sie von dir akzeptiert und angenommen sind. Lass uns zu Hirten werden für alle, die von dunklen Gedanken gefangen sind. Für die, die immer mehr unter der Corona-Krise leiden, für das medizinische Personal, für die Pflegekräfte, für die Senioren in den Pflegeeinrichtungen, für die Familien, in denen kein Friede herrscht, für die, die um ihre Existenz bangen. Hilf uns, ihnen von deiner Barmherzigkeit weiterzugeben und zu unterstützen, wie auch immer wir es können. Du selbst, guter Gott, bist uns in Jesus zum guten Hirten geworden. Du hast den Tod besiegt und du hast uns erlöst. Hilf uns, dir wieder neu zu vertrauen und dir zu folgen. Auch in unseren finsteren Tälern, gib uns neue Lebenskraft, stärke unsere Glauben und lass uns spüren, was es heißt, dass Gutes und Barmherzigkeit uns folgen werden, ein Leben lang, und dass wir in deinem Haus geborgen sind. Und so beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich. Der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln und er möge deine Seele erquicken. Amen.